Seit 100 Jahren erforschen und entwickeln wir bei Bosch die Einspritztechnik für Dieselmotoren. Was treibt uns an, die Diesel immer noch besser zu machen? Oh, es ist die Faszination der Dieseltechnik. Zuerst erleichterte uns der Diesel die Arbeit in den Fabriken. Und dann verbesserte er die Mobilität. Seit dieser Zeit gilt es, immer größere Strecken immer schneller zurückzulegen. Mit mehr Kraft und mehr Leistung, aber dennoch wirtschaftlich. Mit dem Computer und der Hochdruckdirekteinspritzung eröffneten sich Mitte der 80er Jahre dann neue Dieseldimensionen. Höhere Leistung, geringere Emissionen, geringerer Verbrauch und mehr Komfort. Unser Ziel war sportlich, sauber, sparsam. Im Jahr 2002 ist Bosch Diesel Systems der führende Entwicklungspartner und Systemlieferant der Automobilhersteller und bietet alles zum Thema Diesel und... Stopp. Zahlen, Daten, Fakten, das ist mir alles viel zu theoretisch. 2002. Das waren 75 Jahre Bosch Dieselgeschichte. Da muss es doch mehr geben. Gibt es keine Informationen von Mitarbeitern oder Zeitzeugen, Menschen, die selber noch dabei waren? Natürlich gibt es Zeitzeugen. Moment. Beginnen wir mit einem Pionier, der von den ersten Diesel-Rekordfahrten erzählt. Der Diesel fasziniert mich seit den 70er Jahren. Damals, im April 1978 in Nardo, Italien, fuhr ein Mercedes mit Bosch-Technik einen sensationellen Weltrekord. Aus einem serienmäßigen 3-Liter-5-Zylinder holten wir sagenhafte 230 PS heraus, mit einem Drehmoment von über 400 Newtonmeter. Damit brach der Mercedes C111 alle Strecken- und Geschwindigkeitsrekorde. Ab diesem Zeitpunkt war uns klar, dass im Diesel noch große Entwicklungspotenziale stecken. Sie wurden damals greifbar, sichtbar und spürbar. Wir waren euphorisch und hochmotiviert und fühlten uns schon in der Zukunft. Auch wenn wir uns nicht vorstellen konnten, dass so ein Kraftpaket jemals für die normale Straße gebaut würde. Ende der 90er Jahre war es dann doch soweit. Serien-Dieselmotoren mit Bosch-Technik brachten sogar noch mehr Leistung. Und das mit einer luxuriösen Laufruhe. Die neuen Diesel verbrauchten wesentlich weniger, mit geringeren Emissionen. In den vergangenen Jahren habe ich die großen Entwicklungen der Dieseltechnik hautnah miterlebt. Aus dem Diesel haben wir inzwischen einen sportlichen, sauberen und sparsamen Hochleistungsmotor gemacht. Der Übergang von der Diesel-Vorkammer-Einspritzung zur Hochdruck-Direkteinspritzung war ein Quantensprung. Unsere Ergebnisse übertrafen alle Erwartungen. Seither lautet die Diesel-Devise: Die präzise Einspritzung ist durch nichts zu ersetzen. Wir entwickelten unterschiedliche Hochdruckeinspritzsysteme, die im Dieselmarkt die entscheidenden Impulse setzten. Zum Beispiel unsere Verteilerpumpe VP44. Sie brachte dem Dieselmotor endgültig die sportliche Anerkennung. Vor allem durch den überzeugenden Sieg des BMW-Diesels beim 24-Stunden-Rennen 1998 auf dem Nürburgring. Mitte der 90er Jahre entwickelten wir gemeinsam mit einem unserer Kunden das Pumpe-Düse oder Unit Injector System. Seine modularen Einzelpumpen werden direkt in den Zylinderkopf integriert. Das System mit seinem extrem hohen Einspritzdruck ermöglicht hohe Leistung und hohes Drehmoment bei niedrigem Kraftstoffverbrauch. Das erste 3-Liter-Auto wurde 1999 mit diesem System realisiert. Bei Nutzfahrzeugen setzt Bosch vergleichbare Einzelpumpensysteme ein. Für höchste Leistungswerte, große Laufruhe und niedrige Emissionen. Seit 1997 produzieren wir das Common Rail System. Die Bilanz heißt hier: In wenigen Jahren von 0 auf viele Millionen Systeme. Hochleistungen in Serie. Unsere Common Rail Speichereinspritzsysteme machten die Motoren sportlich,
Sauber, sparsam und besonders laufruhig. Bosch Hochdruck-Diesel-Einspritzsysteme sind in allen Automobilen zu finden. Vom Kleinstwagen bis zu den Luxusfahrzeugen. Der Diesel hat sich endgültig in allen Klassen etabliert. Je genauer wir die Details betrachten, desto faszinierender wird das Ganze. Auch beim Diesel liegt die Faszination im Detail. Man erkennt Zusammenhänge, begreift die Wechselwirkungen und wird sich über die Bedeutung auch der kleinsten Komponenten in einem Diesel bewusst. Und hier wird deutlich, wie wichtig es ist, dass alles aus einer Hand kommt, dass wir weltweit vor Ort bei unseren Kunden sind. Hier ist unser Systemwissen entscheidend und die Synergien, die sich aus allen Bereichen der Kfz-Technik bei Bosch entwickeln. Neue Materialien und Fertigungstoleranzen von weniger als einem Tausendstel Millimeter stellen höchste Anforderungen an Mitarbeiter und Maschinen. Pumpenkörper zum Beispiel müssen dem tausendfachen Druck eines Autoreifens standhalten. Laser bohren 540 haarfeine Kanäle in die Düsenspannschraube der Pumpe-Düse-Einheit innerhalb von nur 5 Sekunden. In der Qualitätsprüfung analysieren wir die Vor- und Haupteinspritzungen mit 2000 Messungen pro Minute. Und schließlich das geschulte Auge, das richtige Gefühl und die persönliche Verantwortung für jedes Produkt. All das zusammen bedeutet Bosch-Markenqualität. Bosch-Mitarbeiter finden deshalb bei uns beste Arbeitsplätze mit weltweiten Karrierechancen. Wirklich beeindruckend. Und wer ist sie? Vor 25 Jahren erforschte sie die Faszination der Dieseltechnik. Es ist unglaublich, was Dieselmotoren im Personen- und Frachtverkehr Tag für Tag, lokal und global leisten. Zig Millionen Busse und Taxis fahren mit unseren Dieselsystemen auf allen Kontinenten. Und es gibt immer noch ein riesiges Potenzial für Dieselfahrzeuge. Denn der wirtschaftlichste Antrieb für Fahrzeuge ist und bleibt der Dieselmotor. Man kann sich kaum vorstellen, dass weltweit Milliarden Tonnen Getreide jährlich von Mähdreschern und Traktoren mit Bosch-Dieselsystemen geerntet werden. Dass Dieselpower gigantische Berge versetzt. Dass Dieselmotoren Schwerstarbeit unter Extrembedingungen leisten.
auch in vielen anderen Bereichen hat sich der Diesel unentbehrlich gemacht. Es sind die Höchstleistungen mit dem D, die uns anspornen. Best in Class auf den Dieselmärkten weltweit. Diesel Systems heißt sportlich, sauber, sparsam. Bei bester Qualität. Und? Der Diesel ist eine Erfolgsgeschichte ohne Gleichen. Moment, da fehlt doch was. Schreib, der Diesel war in der Vergangenheit schon die Zukunft und ist auch in der Gegenwart immer einen Schritt voraus. Was ist das denn? Der Diesel war in der Vergangenheit schon die Zukunft. Ach, und ist auch in der Gegenwart immer einen Schritt voraus. Sie hätte auch schreiben können. Der Diesel ist zeitlos. Bosch. Technik fürs Leben.